So, liebe Freunde, wir sind zurück bei Rise Son of Rome. Applaus, Applaus. Ja, geil. So, wir metzeln weiter. Leroy ist gerade nicht am Start. Der kümmert sich nämlich um mein Wohl und holt mir jetzt erstmal schön ein Bier. So gefällt mir das nämlich. Oh, Schweine! Und er macht sogar noch die Biergläser sauber. Nur meins. Das finde ich noch besser. So, reich den Grund der Schlucht. Irgendwie gerade das Gefühl, ich höre hier gar nichts. Doch, ich höre was. Hab's ja nur sehr leise. So, hier haben wir den wunderschönen Aquädukt. Wir sind in Großbritannien unterwegs und machen die Barbaren platt. Die bereiten gerade einen Gegenangriff vor, den wir stoppen wollen. Oh, hier gibt's Stress. Kriegen Sie zum Schweigen. Würde ich gern machen, ich kann nicht weiterlaufen. Jetzt geht's scharf. Am Start hier der Flo. Wir haben übrigens einen geilen neuen Helm. Du Spitzbub. Du hoch. Und den metzeln wir nicht weg. Selben Sequenzen, aber scheiß ich drauf. So, wir machen mal hier XP. Wir könnten eigentlich auch wieder leveln, ne? Wir haben hier übel viele Punkte wahrscheinlich schon wieder am Start. Komm ich hier? Irgendwie gibt es hier zwei Wege. Oh. Finde eine sichere Stelle, um den Fluss zu überqueren. Sieht aber schick aus hier, sag ich dir. Hier kann ich nicht herüber. Okay, da kann ich nicht lang. Okay, jetzt müssen wir hier meinen eigenen Weg bahnen. Hier ist ein übelstes Symbol im Stein. Soll das denn so sein, ist meine Frage. Wer hat das da hingemalt, verdammte Axt? Boah, Alter, ziehst hier rein. Hier hängen einfach mal Römer in den Bäumen. Kranker Scheiß. Bei dem fehlen übelst die Beine. Wer hat das getan? Barbaren, die Barbaren. Unzivilisiertes Volk. Woo! Geht steil, meinst du? Weilig. Oh, was war das? Falle. Legendärer Treffer. Ich hab's einfach drauf. So. Im tiefen Wald sind wir hier am Start. Chillen hier mal übel lang. Bisschen die Umgebung genießen. Könnt ihr erstmal kurz mehr? Ey, könnt ihr reichlich. Ey, ich krieg hier gerade nur Besuch. Ah, danke, danke. So läuft das hier. So, Freunde. Grüßerchen. Ich glaube, ich krieg jetzt hier mega Stress. Oh ja, der will's. Komm her, du Opfer. Du bist mir direkt. Ey, ich hab A gedrückt. Okay, das ist scheinbar ein kleiner Bosskampf. Hä? Komm her. Ey, wieso? Der ist voll krank drauf, ey. Irgendwie will ich abwehren. Das ist, weil er sich nochmal so dreht, bevor er angreift. Deswegen wärst du etwas zu früh ab. Mach erstmal den hier, bis der mich nicht nervt. Jetzt kriegt er zurück. Und das? Ich glaube, das hier nicht. Ich glaube, ich habe ihn. Tschüss. Arschloch. Eigentlich hätte es dafür eine extra Sequenz geben müssen. Ja. Ich glaube, das war kein Boss, das war einfach so eine stärkere Einheit. Also wir können uns hier scheinbar aussuchen, wo wir lang wollen. Eben, wir gehen jetzt da lang. Oder wir gehen jetzt da lang. Aber ich gehe mal hier lang. Denn ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Oh! Ey, da war schon wieder ein Falle, ne? Ja. LOL!
A gedrückt. Ey, ich wollte nur die Sequenz zeigen. Ey, ich habe A gedrückt, ja, Alter. Ja, nee, ist klar. Habe ich wirklich. Deswegen wurde er auch aufgespießt, gell? Aber jetzt wisst ihr, was kommt. Pass auf hier. So, zack. Vor allem, wer hat das mit seinem Schild? Er macht es mit seinem Schild komplett kaputt. Ja klar, hallo, das ist das Ultraschild. Das ist aus besten Zwergen-Spiel-Eisen. Alter, noch mehr fallen. Bin ich eigentlich total blind? Ich laufe da lang, wo die Römer hängen. Kann mich an die anschleichen. Das ist richtig gutes Bier. So, schleichst aber schön. Römischer Abschaum hat er gesagt, ne? Oh, ich hab viel zu früh gedrückt. Zack, Arm ab, zack in den Kopf und zack, tot. Ah, verdrückt. Ah, schon wieder verdrückt. Egal. Aus, ich drücke ihn auch schnell. Huah! Geil, da war er tot. Hast du eigentlich mal gelevelt? Hier ist aber viel Fauna, ey. Ne, hab ich noch nicht. Kann man jetzt auch gleich mal machen. Oh, 93.000 Punkte. What? Ey, ich skill das jetzt einfach alles. Verringert die Verbrauchsrate des Vogels. Geil. Fokuskapsel weniger. Fokuskapsel vergrößern. Ist doch quasi. Auch geil. Mehr XP. Auch gut. Hier nehmen wir mal noch mehr XP. Ne, geht ja gar nicht mehr. Also im Kampf haben wir alles. Wir müssen erst einen neuen Rang freischalten. Hier habe ich noch 17.000. Kann nichts mehr machen. Geht aber schön schnell, muss ich mal sagen. Das Leveln. Scheint jetzt nicht so krass. Ja, das ist echt. Vielleicht sind wir auch einfach zu gut. Was ich nicht unbedingt glaube. Du kannst mich mal. Das sag ich doch, das ist voll geil, die Mimik und so. Guckt richtig zornig dabei. Das gefällt mir gut, das gefällt mir. Oh, da kommt noch mehr. Bist du ein Kerl eigentlich unterwegs, verstehst du? Aber das ist doch eigentlich so, jetzt noch mit der kleinen. Nee, doch. Der Typ hier, der macht gleich mehr Rang. Tschüss! Affe! Das war's mit dir. Renje hauen, sag ich da. Renje hauen. Vom Feinsten. Spalten sich wieder die Wege. Man bekommt das leichte Gefühl, man hätte eine Wahl. Oh! Ja, zu sterben. Nö, ich hab genug Zeit. Das krieg ich noch mit. Das krieg ich schon noch mit hier.
Ah, hier ist noch mehr. Oh, ich wollte eigentlich jetzt. Wo versteckt sich dein Idiot? Ganz viele, du. Ich weiß. Sag ich eigentlich, es würde keiner mitbekommen, gell? Na gut, vielleicht jemand, der sich mit auskennt. Weil ich bejubel mich immer mal zwischendurch. Mache ich immer meinen Jubelschlag hier. Das soll ich richtig überfinden. Weil man kann das super nutzen, um. Wenn man merkt, der Gegner würde einen jetzt treffen, machst einfach RT und schnellst es dir weg. Zack. Geil. Oh, ich brauche noch mehr. Das ist ja auch ein bisschen sparsam. Oh. Da müsste noch so richtig die Spucke rumfliegen, ey. Ist doch. Hier sind schon lästig, die machen mehrere Angriffe hintereinander. Bin ich eigentlich voll geil ausgewichen. Ich hab Pro. The Flow. Her hier! Okay, er lacht. Oh, herrlich. Lacht und weicht er aus. Einfach abwehren müssen. Voll viel Gras und so am Start. Tschüss, du Arschloch. Guck mal, hier was Neues. Zack! Die Bohne! Es lebt sich besser ohne. Wir sind mehr von dem als erwartet. Überhängen hier die Römer rum, ey. Ey, du hast mir das Bier gegeben, sorry. Läuft jetzt so richtig, dass hier wieder zurücklaufen. Ah, da ist der Aquädukt. Also auf jeden Fall, wir sind hier richtig. Oh, hätten uns was angucken können. Ja. Bin ein bisschen zu schnell geworden. Überquere den Fluss. Den wunderschönen Fluss. Dö, dö, dö. Schon schicki, schicki hier. Schicki ist ein Pokémon. Wenn wie langsam er läuft. So, jetzt kommen wir nämlich von hinten. Wir sind nämlich schlau. Bang, gibt's eine Ladung. Bang, gibt's eine Ladung heißen Kaffee. Eine Frau? Ja, krass. Burger oder sowas, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht können wir auch gleich Frauen abschnetzeln. Ja, hier liegen nämlich übelst die Leichen rum. Wer sich auf die Nase zuhält. Das muss doch stinken. Ja, zieh das mal rein. Ekelhaft. Ah, Papa. Freunde. Nehmt euch in Acht. Ja, wie es auch einfach leuchtet, ne? Das kann man überhaupt nicht übersehen, eigentlich. Das ist doch früher Hulk. Was ist hier los? Was kann ich da jetzt schon wieder schieben? Und? Alles hier rein? Könnte man sich eigentlich sparen. Ich bin nämlich saucool. Wo du bist, gell? Oh.
nach dir. Psasa. So, was soll man hier? Ah, hier wird ja gebaut. Haha, ganz vergessen. Wir haben's vergessen hier. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Jetzt geht's scharf hier. Hier ist was los, sag ich dir. Ey, mein Freund, be careful. Was hier schon wieder los ist. Für eine Action. Schmeckt's ja eigentlich. Ist das eigentlich unprofessionell, mit der Aufnahme was zu essen? Ja, eigentlich schon, ne? Ist eigentlich so. Aber alles okay. Jetzt besser hier zu verschweigen. Geht's ja. Ich muss hier jetzt hier eigentlich mal die Ballista kaputt machen. Aber die nerven mich ja hier gerade. Ist es ja noch. Boing! Chong! Chong! So, was soll ich jetzt hier? Nee, komm ich da hin? Hä? Wo geht's da hin? Ah, da ist eine Leiter. Ah, schnell! Schnell, schnell, schnell! Oh, hier, wir mit einer Hand, ey, der hat's drauf. So. Speicherpunkt! Oh oh! Jetzt gibt's aber Stress für uns, ne? Oh, Alter, übelster Pfeilhaken. Rambo! Kennst du den schon? Brüsterchen.
will sich hier mit mir anlegen. Da kann schon, so ein Ausblick. Kannst du eigentlich wirklich mal direkt genießen hier. Kannst du dir mal angucken, so. Außer die Berge ganz hinten rechts. Dann siehst du unsere Kollegen. Aha. Ist nicht weiter wichtig, ne. Was geht hier? Geht gar nicht, nur Tote. Nur alte Höhle. Oh, da. Oh. Oh, sorry. Boah, er weicht geschickt aus. Nicht oben. Geht nicht. Ach, das ist. Ach so, die ist ausgewichen. Hallo, hübscher. Oh, ich glaube, die will uns jetzt komplett ans Leder. Oh ja. Boudicas schnelle Kombo wird mit einem heftigen Angriff abgeschlossen. Stimme deine Abwehr zeitlich ab, um eine öffentliche Deckung zu finden. Boudica, Alter, kennst du? Ach, sie ist jetzt hier. Jetzt ist kommt so ein richtiges Battle. Sie bemitleiden dich auf jeden Fall aus. Kennst du mich eigentlich? Das ist wie so ein Taktspiel. Eben ist der Takt. Oh, das meine ich. Die Trainer doch 10 Mal schwer durch die Kante. Müssen wir ruhig bleiben, komm. Ich will die Kabel angreifen. Komm her! Dauert, ey, der hier angriff. Ey, das ist echt hart. Das geht nicht. Dann nimm die Kunika kurz auseinander. Ey. Heißer. Dieser rote Angriff geht mir am Sack. Der kommt immer so langsam. Du solltest mir Schaden einstellen. Ja, hab ich ja. Du hättest nie herkommen sollen. Wirst du hier sterben. Ist das, macht ihr denn noch? Deswegen ist es noch so einfach. Hier, der! Oh! Jetzt greif an! Ja, komm doch! Aber wenn die Zähne zeigen. Jetzt haut sie ab, gell? Die kleine Maus. Wachen! Der ist mir zu stark! Der überlebt ihn für mich! Tschüss, Alter.
Freilich. Hasta la vista, Baby. Snip. Schnapp. Beine ab. Arm und Bein, gell? Ist wieder was anderes diesmal. Ich glaube, das liegt am Hintergrund. Ist ja so groß. Ist. Das ist ein bisschen leckt. Schnübidi! Oder steamt jetzt wieder irgendwas runter? Was nicht so geil wäre. Zack, da war sie tot. Wanze. Mika! Kennst du schon? Ein unfairen Mittelspiel. Wir rutschen einfach mal ab. Eine Sau, sag ich dir. Ein übelster. Ein Treffer vom Mögen, der Typ. Wahnsinn. Wenn Marius bei Olympio, Olympia wäre, Alter. Vorwärts zum Hügel! Vorwärts! Boah, ein übelster Bau. Das war Yggdrasil. Yggdrasil? Das ist der Baum der Bäume. Okay. Vorwärts! Oh, jetzt müssen wir hier. Da darf ich das auch mal machen. Formation in den Jungen da entfernen. Aber. Okay. Das ist doch ein Anführer, Mann. Hier ist es genauso, ja. Laufen du da selber, oder? Mit Adexe und mit Ambitions. Das machen. Schon fast alle tot. Naja, mit Verlust muss man immer rechnen. Zack! Oh, da kommt noch mehr. In Deckung! Habe ich sie alle mit Ema? Ne, paar rennen weg. Aber easy going, Mann. Sieht ja aus hier wie bei Hobbit. Ab in die Hobbit-Höhle. Ab in die Hobbit-Höhle. Kennst du? Das sieht aus, wie die Spinnenhöhle. Ah, genau. Also, ich bin der Baum da. Also, jetzt los, komm, hier bin ich nochmal welcher. Welcher? Sieht ein bisschen dunkel hier. Sieht nach dem Hinterhalt aus. Ich glaube, so sie komplett hier angesprungen. Da vorne ist euch mehr. Der macht Faxen. Pass auf. Oh, durch, die waren durch. Ja, der ist weg. Der kennt ja nichts, der Junge. Was ist denn hier los? Einer. Der wird durch Mord. Eine übelste Höhle hier am Start. Wahnsinn. Ich dachte, jetzt schießen die euch wie aus dem Nichts durch die Nebelwand. Durch den Wasser. Oh, mach doch. War so. Wieder ein Weg zum Bogenschützen. Ich glaube, hier geht's lang, wa? Naja. Es gibt immer einen Plan B. Wo sind wir hier, Mann? Wo sind wir hier? Ich muss mich beeilen. Sie können ja, wir beeilen uns ja schon. Oh, hier, kennst du schon? Ja, nee. Ja, klar. Opferungsstein könnte es eher sein. Durch einen Kommandant. Laser und Grab. Für den Kommandant. Oh, hier, Topping. Nicht gemacht. Egal. Was hättest du? Ja, was aufheben können, so ein Speer. Sinnlos mit dir. Sinnlos. Lässt alles liegen, der Bimbo, gell? Da kann einfach gar nichts, kann der. Töte die Bogenschützen und lass deine Männer hindurch. Mach ich! Kenn ich gar nichts. Kennt ihr nix? Kennt er nix. Jetzt sieht's aus, wie wir das Special machen können.
Tschüss, Baby! Machst du dir gemütlich? Freilich! Oh, das sieht man dich doch nicht mehr. Freilich! Ah, Lava! Ja, ich hab nicht gesehen. Wie sie alle zugucken, ist immer so herrlich. Zack! Können sie doch. Wenn ich so gut bin. Brich die Tür ein! Ah! Kriegsgeschrei! Chronik ist ja. Oh, eine von 42, cool. Geil! Ist wie viel wir schon übersehen haben. Schon ein paar? Denke ich noch. Speicher, Speicher, Speicherpunkt. Na, ja, sehr lecker. Sehr würzig, gut im Abgang. Ja, erfrischend. Sind das richtige Männer? Oder sind es richtige Männer? Oh, jetzt geht's aber scharf. Boah, dann knockt er die beide aus. Euch, ja? Er sitzt da ganz cool im Zug, ey. Seine Männer abgeschnitzelt werden. Was ist das für ein feiges Schwein? Das ist ein König, der macht es ja nicht schmutzig. Deswegen ist er ja König. König? Der regiert seine Leute. Jetzt greift er an. Er ist bestimmt jetzt so einfluss. Ne, wir hatten ja gerade schon den. Ah, hier die schon wieder. Weil es eine Frau ist, siehst du das? Nee, weil es eine Tochter ist, darf sie ja, soll sie ja nicht töten. Ah. So macht man das. So viel Erbarmen.
Naja, er wollte sie erst töten, glaube ich, aber er sollte er nicht. Der Kommandant hat ja gesagt, töte sie nicht. So haben wir jetzt den Krieg voll. Also gestoppt. Also festgenommen. Ihr wilden Tiere. Angst, gell? Vor allem wie die klotzen. Hast du mal vorne die Leichenhaufen gesehen und jetzt klotzen die so, als würden sie sowas, hätten sie sowas noch nie gesehen. Erst einen auf brutalsten Schwertkämpfer machen und dann. Ja, die wir ausgepeitscht. Götter, wir kämpfen für den Ruhm Roms. Doch was für ein Ruhm ist das? Die Briten werden niemals Frieden mit uns schließen, wenn wir sie überfallen. Okay, er findet es sehr gut. Ja, es ist halt. Das müssen Prätorianer gewesen sein. Krieg bleibt immer gleich. Ein weiser Spruch. Aus Fallout 3. Da sagt er am Ende, Krieg bleibt immer gleich. Ich habe auch noch so einen weißen Spruch. Ein Krieg, die Antwort ist, du stellst mir die falschen Fragen. Ich präsentiere Basilius. Sohn des Krieg immer die Antwort ist, stellen wir immer die falschen Fragen. Italius. Schön Ohrring, hat er. Glückwunsch zu deiner sicheren Ankunft. Nur ein wenig später und den ganzen Spaß verpasst. Was ist das für mich? Ich hoffe, deine Reise war nicht allzu. Ich hoffe, deine Reise war nicht. Ich würde gerne Prätorianer übernehmen. Wachen, ergreifen den Krieg abschauen. Eure Hoheit, ich muss protestieren. Mein Bruder Commodus. Ich werde herausfinden, was diese Wilden mit ihm gemacht haben. Wir Briten lebten im Frieden unter dem alten römischen Häuptling. Aber dieser Häuptling Commodus, Sohn eines Königs, ist böse. Er verdient das Gift, das er jetzt erleidet. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ihr Briten scheint wohl nicht so zu lieben, wie wir Römer es tun. Ach, das ist Römer. Deine Tochter? Tötet die jetzt bestimmt. Sie aus, bis er redet. Oder sie stirbt. Was immer zuerst weiß. Nein! Nicht er! Sagst es! Oh, oh, oh. Du wagst es. Ich bin der Sohn des Kaisers. Und ich tue, was immer ich will. Bitte! Nein! Bitte! Ich sag euch alles! Na komm. Und der Commodus wurde an den gehörnten König im Norden verkauft. Hinter dem Wall. Bitte. Lasst meine Tochter gehen. Ich flehe euch an. Nehmt mich. Seht ihr? Es gibt nur eine Sprache, die diese Menschen verstehen. Die Sprache der Gewalt. Ihr werdet euren Häuptling in der Dunkelheit hinter dem Wald finden, wo bedrohliche, karge Berge aufragen, über schwarzen, endlos tiefen Seen. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausen dort, von denen, die dorthin ausziehen, kehren nur wenige zurück. Italien, ich habe eine Mission für dich. Führe deine Männer nach Norden zu den bedrohlichen Bergen. Und bring meinen Bruder zurück. Wachen, sperrt die Gefangenen ein. Die Männer bereit machen! Centurio, wir marschieren gen Norden. Ja, Herr! Verrückt, oder? Keine Pause, kein Rast, kein Bierchen für die Jungs. Vitalion führte unsere Truppen weiter gen Norden über die Grenzen unseres Reiches hinaus bis ans Ende der Welt. Wir kämpften gegen Krieger, die mehr Tier als Mensch waren. So fürchterlich, dass selbst Roms Elite-Legionen sie nicht befriedigen konnten.
Oswalds unheilvolle Worte verfolgten uns, als wir immer tiefer in die unerbittliche Dunkelheit marschierten. Gehörnte Männer aus uralten Juggernaut. Von denen, die sich dorthin wagten, kehrten nur wenige zurück. Krass. Jetzt wird's ein bisschen mythisch, oder was? Boah. Diese Festung. Glotzsprung. Angeblich ist es ein Tor direkt zum Hades. Ein Ort voll Feuer und Tod. Ich fürchte, das, was hier am Rande der Welt passiert, auch Rom selbst bald erreichen wird. Am Rande der Welt? Ja, okay. Bist du Großbritannien, bist schon am Rand der Welt. Krass, Alter. Akteure, weicht die Fälle ein. Antonius die Sprenge. Otto, sicher die Balken. Wir rücken zur 10. Stunde aus. Ja, Herr. So. Ah, es ist Zeit für ein Päuschen. Schon wieder 91.000 Punkte, ne? Wahnsinn, Alter. Die Punkte, die kommen gerasselt wie nix. So, Freunde. Dann. Bis zum nächsten.